und herzlich willkommen bei Skat für Anfänger. Wir haben im letzten Video das erste Spiel gespielt und haben dabei verschiedene Karten abgegeben. Und jeder hat so ein paar Karten gesammelt. Und ich hatte natürlich gesagt, am Ende ist es natürlich wichtig, so viele Karten wie möglich zu bekommen, aber es zählen am Ende die Punkte der Karten. Und da kommen wir jetzt zu genau dem Punkt. Welche Karte ist eigentlich wie viel wert? Ich nehme jetzt mal aus dem Moritz-Stapel ein paar Karten raus. So, um nicht durcheinander zu kommen, habe ich tatsächlich nur Karten von Moritz genommen. Moritz hat allerdings keinen Unter. Das heißt, den müssen wir uns hier einfach dazu denken, dass hier irgendwo dazwischen noch ein Unter liegt. Die Karten, die am wenigsten wert sind, sind 7, 8 und 9. Die Farbe spielt jetzt keine Rolle. 7, 8 und 9 werden auch Lusche genannt. Warum? Weil jede von ihnen genau 0 Punkte bringt. Das heißt, 7, 8 und 9 sind auch verschmerzbar, wenn die an die Gegner gehen, weil das eh keine Punkte bringt und die kann man ruhig mal abwerfen. Das kann strategisch ein Vorteil sein. Der fehlende Unter, der bringt 2 Punkte. Davon hat Moritz jetzt keinen im Spiel, das ist nicht so schlimm. Dann haben wir noch den Ober, der bringt 3 Punkte. Der König bringt 4 Punkte. Die 10, das ist besonders leicht zu merken, 10 Punkte und das Ass sind 11 Punkte. Das heißt, wir haben hier insgesamt schon mal 18 Punkte auf dem Stapel von Moritz liegen. Und das heißt, wir müssen jetzt noch den Rest zählen. Schreibt euch am besten die Reihenfolge auf. 2, 3, 4, 10, 11. Und jetzt kommt schon die nächste Übung, die Punkte mitzählen. Im Übrigen ist es nicht gern gesehen, dass 7, 8 und 9, also die ganzen Luschen, raussortiert werden, weil das die Mischung quasi durcheinander bringt. Wir zählen einfach weiter runter. Wir machen das jetzt so, wir sind bei 18 Punkten. Ihr zählt leise mit, ich auch. Und wir schauen dann mal, ob wir am Ende aufs gleiche Ergebnis kommen. Ich bin auf 59 Punkte gekommen. Und ihr? Aber vielleicht habe ich mich ja verzählt. Das heißt, wir zählen jetzt die Punkte von Max nochmal. Ich habe mich verzählt, ich muss es nochmal für mich zählen. Also, zählen will gelernt sein. Das offizielle Ergebnis, nachdem ich jetzt 4 oder 5 Mal nachgezählt habe, Max hat 50 Punkte und Moritz hat 70 Punkte. Es gibt insgesamt 120 Punkte im Spiel und damit hat Moritz gewonnen. Beim Zählen gibt es noch 2 wichtige Situationen, die auftreten können, die ihr einfach mal schon mal gehört haben solltet. Ab 31 Punkten ist man aus dem Schneider. Das heißt, wenn man mindestens 31 Punkte hat, ist man nicht im Schneider mehr drin. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn das Spiel weiter aufgeschrieben wird und da Punkte für die Spiele vergeben werden, weil das wird nochmal extra gewertet. Das zweite, was man noch haben kann, ist, dass man schwarz gespielt wurde. Schwarz bedeutet kein Stich und kein Stich heißt kein Stich. Das heißt, wenn ich einmal eine Lusche bekommen habe oder nur einen Luschenstich, ist das schon ein Stich und damit wurde ich nicht schwarz gespielt. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!